Wenn man den Blick zu Boden senkt, sieht man die Vielfältigkeit des Pflasterbelags in Hinsicht auf Größe und Farbe, weiß, blau und grau. Auch die Beschaffenheit des Materials, überwiegend Basalt, ist nicht gleichbleibend, mal glatt und glänzend, mal matt und porös. Dazwischen immer wieder Streckenabschnitte, die mit Quarzkies ausgelegt sind. An den Rändern der gewölbten Pfade wachsen Gräser, Moose und kleine Wildkräuter. Auf und an den Saummauern wachsen Flechten und Moose und finden Flugsamen vieler Arten in den verrottenden Blättern und Nadeln, Wurzelraum und Nahrung. Die Mauern sind aus Bruch- oder Tuffstein gearbeitet, dazwischen Buchenhecken und Efeu, überall. Man sieht handgebackene Ziegelsteine, Hochofenschlacke, gebrannten Ton und Muschelverzierungen. Weiterhin schneeweiße, rotgelbe und grau schimmernde Kristallquarze, Zinkblende, Spateisenstein, Vulkanschlacke und Lisene. Viel Vulkanisches, viel einst Glühendes und Flüssiges, viel Material aus dem urzeitlichen Meer des Devon, lange bevor sich der Rhein seinen Weg durch das Schiefergebirge grub und das Rheintal schuf. Das war eine Passage aus meinem Roman Die Rheinlandpapiere, der 1999 erschienen ist. Wenn man, wie ich, im Rheinland aufgewachsen ist und dazu hier im rechtsrheinischen Arenberg, wenn man dann noch Schriftsteller ist, dann kann es nicht ausbleiben, dass man sich mit der Rheinromantik beschäftigt. Diese von Pfarrer Kraus ab 1848 geschaffenen Anlagen sind ein Beispiel, das ich in meinem Essay »Ein Mythos wird vermessen« in einem post-rheinromantischen Exkurs unter rheinischer Frömmigkeit darstelle. Die Anlagen sind der Nazarenerkunst und damit der romantischen Kunst zuzuordnen. Für meine intensive Auseinandersetzung mit der Romantik gibt es aber noch einen weiteren Anlass. Wir sind hier auf der Montabaurer Höhe an der sogenannten Alarmstange. Der Stein stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und markiert die Stelle, an der zuerst der französische Oberst Tronchot und dann der preußische General von Müffling ihre Vermessungsarbeiten durchführten, und zwar von 1801 bis 1828. Beide schufen in jener Zeit der Vielvölkerschlachten von Leipzig bis Waterloo das 264 Blätter umfassende Kartenwerk der Rheinlande. An diesem Vermessungspunkt hat man einen freien Blick zu den trigonometrischen Punkten in der Nachbarschaft, die Hohe Acht, die Fleckertshöhe und den Feldberg im Taunus. Vor über 20 Jahren, als ich an den Rheinlandpapieren arbeitete, kam ich auf meinen Mountainbike-Touren oft hier vorbei und fand den Hinweis auf das Kartenwerk, und ich fragte mich, wie es sein konnte, dass ausgerechnet in den Zeiten, in denen die Heere im Rheinland hin und her marschierten, die Romantik und insbesondere die Rheinromantik ihre Blütezeit erlebte. Mein Interesse war geweckt und ich recherchierte, studierte, reiste herum und machte mich an die Arbeit. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis ich mit dem Essay fertig war. Denn es ist ein sehr komplexes Thema, die Landvermessung und die Rheinromantik. In insgesamt 5 Kapiteln versuche ich, den Themenkomplex darzustellen. Die wichtigsten Protagonisten in Literatur, Kunst, Politik und Wissenschaft. Es gibt mehr als 100 Abbildungen, die meisten davon farbig. Historische Karten, Gemälde, Dokumente, aktuelle Fotos und vieles mehr. Die Romantiker waren in vielen Belangen sehr modern. In literarischem Sinne, in der Bereitschaft, neue Lebens- und Arbeitsformen zu suchen und in ihrem Streben nach Ganzheitlichkeit, dem Versöhnen der Gegensätze, Tag und Nacht, Philosophie und Ironie, Kunst und Natur. Musik.
All das versuche ich in meinem Essay darzustellen. Ein Mythos wird vermessen, rein Romantik und neue Raumerfahrung. Reinschauen. Mhm.